Leute, wo befinden wir uns? Micha weiß es, ihr wisst es auch sofort. Zu Hause. Es ist mein, es war mal oft mein Zuhause, richtig. Wir sind in meinem Wohnmobil. Nein, wir befinden uns nicht an einem Urlaubsort, sondern doch, wir befinden uns an meinem Urlaubsort. Wir stehen vor dem Prüfstand. Und das Tor war bewusst auf 3 Meter Höhe gewählt. 2,50 Meter war Standard. Ich wollte 3 Meter. Warum wollte ich 3 Meter? Genau deswegen. Als allererstes, das Ding ist, ich kann es gar nicht erzählen, ein Jahr TÜV abgelaufen. Da steht seit 1,5 Jahren in einer Halle und ich mache nichts damit. Weil Viertelmeile, das Thema hatten wir schon, ist nicht mehr, ich habe nicht mehr die Zeit und ich werde es auch nicht mehr so aktiv leben. Daher brauche ich mein Wohnmobil nicht mehr. Und zurzeit bin ich echt dabei, mein Leben ein bisschen anders umzustrukturieren, nenne ich es mal. Das heißt, ich vergebe echt viel ab. Das erzähle ich immer und immer wieder. Wer viel Neues kauft und viele neue Ideen oder Verwirklichungen hat, muss auch mal was Altes abgeben. Aber bevor ich es abgebe, habe ich mir gesagt, muss das auf dem Prüfstand. Und da wir mittlerweile, ihr habt ihr gemerkt, oft donnerstags schon ein Video rausgehauen haben, das machen wir, wie wir Zeit haben, ist dieses natürlich ein typisches Donnerstagsvideo. Nehmt es uns nicht übel, wenn es nicht jeden Donnerstag ein Video gibt, sondern nur so, wie wir halt die Zeit dafür haben. Genau, wenn donnerstags ein bisschen Luft ist, dann hauen wir donnerstags was raus. Und du hast gerade Luft, deswegen machen wir dieses Video über dieses Auto. Und das wollen wir Leistung messen, das steht nämlich noch von dem Video aus. Der Micha zeigt mir so einen kleinen Einschnitt, was wir gemacht haben und warum wir noch keine Leistung messen haben. Weiter, weiter. Nein, okay. War ein Versuch wert. Was für Luft ablassen? Reicht nicht. Top Speed aber gerade nicht messen können mit Performance Box 135. Wie viel Leistung soll der haben? Serie 95. 0,100? Ja, 2,5 Tonnen. Okay, 0,100 würde ich sagen, braucht er Dortmund-Bochum. Dieses Wohnmobil hat serienmäßig keinen Ladeluftkühler. Serienmäßig ist hier so ein fettes Reserverad, was jetzt leider nicht mehr mitfährt. Diese Ladeluftkühler-Geschichte, Schläuche, Rohre, Ansaugbrücke, ist gar nicht serienmäßig. Ich habe alles umgebaut vom 2.8er JTD. Das passt nämlich alles, sprich der Saugrohr, die ganze Geschichte hier. Ich musste den Wasserflansch ändern, um mit dem Kühler das alles zu machen. Und warum? Alles wegen dem Ladeluftkühler. Hier hätte auch noch ein größerer vorgepasst, weil wir wollen es ja nicht übertreiben. Weil, was ich ganz klar sagen muss, viele Wohnmobilfahrer, die so eine alte Jolle hier fahren, werden merken, wenn sie da schon einen Anhänger dranhängen und dann noch so ein bisschen an der Dieselpumpe geschraubt haben, merken das, dass die Wassertemperatur hochgeht. Ich hatte das früher mal das Problem, wenn ich mit Anhänger gefahren bin, habe ein Auto hin drauf gehabt und bin die Berge hoch. Dass die Temperaturanzeige 3/4 fast bis zum Anschlag, also fast bis zum Roten gegangen ist. Ich einen neuen Wasserkühler gekauft und es wurde nicht besser. Habe ich gedacht, kann doch nicht sein. Klar, wenn ein Diesel Volllast läuft, wenn er viel Diesel einspritzt, wird das Gemisch, also falsch, die Abgastemperatur heißer, weil wir keine Ladeluftkühlung haben, ist natürlich unsere Ansauglust brutal heiß und dadurch wird der ganze Motor natürlich heißer oder läuft der ganze Motor heißer. Öl, Wasser, alles war heiß. Ich habe den Ladeluftkühler nachgerüstet, keine thermischen Probleme mehr. Zack, Temperaturanzeige Mitte, Berg hoch. Habe ich natürlich gedacht, na gut, dann kannst du auch gleich noch mal ein bisschen an dem Ladedruck drehen. Werksmäßig hat das Wohnmobil 92 PS. Schön wär's, wenn es so 110, 115 PS wären nicht schlecht. Ich bin gespannt, was jetzt gleich bei rauskommt. Wir fahren jetzt auch im Prüfstand und dann werden wir unser Wohnmobil messen. Ich freue mich. Das war schon ganz schön knapp, auf jeden Fall. Muss ja auch zugeben, wir haben uns die Mühe gemacht, haben den Prüfstand jetzt noch nach vorne geschoben, dass wir das hier reinkriegen, dass das alles passte. Aber das ist es mir auf jeden Fall wert, weil ich bin echt neugierig, was jetzt hier, was das Ding so drückt. Oh. Junge, das ist hoch. So, festschnallen. Sieht so richtig Urlaubsstimmung aus, ne? Was sagt ihr eigentlich? Du hast so ein Hemden-Ding in letzter Zeit, ne? Ich bin ja jetzt, wie ihr alle schon bemerkt habt, wieder aufgegangen wie der Hefekuchen. Aber guck mal, hier ist noch richtig Luft. Meinst du eigentlich, es gibt viele Menschen, die ihr Wohnmobil Leistungsmessung machen? Nee. Oder die überhaupt dran rumflassiert haben?
Das ist ein lustiges Bild, auf jeden Fall. Findest du? Ja, auf jeden Fall. Das ist echt geil. Im Moment dürfen wir ja keinen Urlaub machen, wir dürfen ja nicht rausfahren. Also, Vorderräder drehen sich, Markise raus und ich kann hier so stehen. Und kann mein Wohnmobil nutzen. Man fühlt sich immer so ein bisschen wie ein Flugzeug mit diesen ganzen Köpfen und so, ne? Das sieht immer alles wichtig aus, ne? Mhm. Wofür ist das hier? Das ist die KMH-Anzeige? Genau, das ist die KMH-Anzeige. Das müssen wir ja alles nochmal schön machen. Ich habe ja auch schon eine geile Idee. Hier wird eine Kamera reinkommen und die wird ein virtuelles Bild in das Museum übertragen. Das wird eine coole Nummer. Also ich glaube, wir haben hier noch gute Ideen, weil den Prüfstand werden wir ja mal öfter nutzen. Nicht nur für Urlaubsorte. Viele fragen von euch, warum musst du den Prüfstand warm fahren? Ganz einfache Erklärung. Diese Walzen oder diese Rollen haben Lagerungen und auch diese Lager müssen ja warm werden, um keinen hohen Widerstand zu haben. Sprich, wenn das Fett da drin warm wird, ist der Widerstand kleiner. Lange Geschichte, warum, weiß ich nicht. Deswegen gibt es aber diese Warmlaufphase im Prüfstand. Auch obwohl es so alt ist, kann das alles, was so ein neueres Wohnmobil auch kann. Es gibt ja Wohnmobil, das ist der Wahnsinn, wo da die Preisspanne hingeht. Das kann das auch. Wir haben ja schon ein Video darüber gemacht, ne? Ich glaub, ja klar, die Leute gar nicht. Wir wollten das mal mit der Performance-Box messen. Haben wir das doch gemessen, oder nicht? Haben wir das ich echt? Glaub, wir haben das, ich glaube, nein, das habe ich nicht gemacht. Also ganz sowas am Fehler habe ich auch nicht. Ich glaube ja, ohne Scheiß. Hab ich das mit der Performance-Box gemessen? Boah, wie peinlich. 1,15 bar gleich. Auf dem Tacho haben wir 100. Auf der Box. Wir haben hier noch einen alten 2,5er Ducato. Hier haben wir uns unser leicht verändertes Endrohr. Hier ist unser Auspuff. Die Abgase gehen in diese Richtung. Unser Micha wird hier stehen. Was bedeutet das? Komm, beim Warmlaufen probierst du das. Ich würde dir den Tipp geben, such dir eine andere Ecke vorne rechts. Gespannt, was unser Turbo-Diesel drückt nach 1,5 Jahre stehen. Mal wieder einfach auf den Prüfstand fahren. 113 PS nur, 153 Newtonmeter. Eine saubere Kurve. Aber ich hätte gedacht, das bringt ein bisschen mehr. Also jetzt bin ich ja fast enttäuscht. Ich bin der Meinung, wir hatten schon mal bei Jakob eigentlich gemessen 140 PS oder 130. Aber die Leistung kann ja nicht eingeschlafen sein. Ist halt so. Aber schöne Kurve, schönes Drehmoment. Also für den Ducato 92 Sauger PS, also 92 PS Ausgangsleistung auf 113 PS frisiert, das ist die Wahrheit. Ich finde es geil. Wir springen jetzt noch mal ins Auto. Ich zeige euch mal die Messung, wie es im Wohnmobil aussieht. Und dann wollen wir mal gucken, was die zweite Messung hier an Leistung rausgibt. Jetzt machen wir mal einen Lauf von innen. Das sieht ja von innen auch ganz lustig aus. Hier haben wir einen schönen alten Ducato. Ihr hört hier den alten Holzdiesel klappern. Hier siehst du eine Ladedruckanzeige. Die ist untypisch. Normalerweise drückt das Ding 0,7 bar. Hier haben wir ein bisschen mehr Ladedruck. Ich bin mal gespannt, was er macht. Das Ding ist natürlich sehr, sehr kurz übersetzt. Deswegen messen wir den im fünften Gang, dass wir überhaupt eine Geschwindigkeit oder überhaupt mal eine Übertragung aufbauen. Weil ihr werdet merken, das ist super schnell ausgedreht, das kleine. Große Auto. Tachometer brauche ich nicht erklären, Ladedruckanzeige brauche ich auch nicht erklären, ist selbsterklärend. Und wir gehen mal aus 50 km/h in die Vollgasabteilung. Ein Bar hatten wir gerade. So, jetzt ist unser Dieselmotor ausgedreht, wir kuppeln aus und lassen ihn einfach mal ausrollen, um die Verlustleistung, die Schleppenleistung zu messen. Ja. Bin ich mal gespannt, weil unser Moped jetzt im zweiten Lauf gequetscht hat. Wow, nicht mehr. Da kommt nichts mehr. Wir legen die mal übereinander, die Leistungskurven. Das sieht identisch aus. Dadurch, dass du da drin sitzt, hast du mir zwei Newtonmeter weggenommen. Naja, egal. Wir kommen wieder auf die gleiche Leistung. 113 PS, 250 Newtonmeter für unseren 93er Turbo Diesel Ducato mit Ladeluftkühler. Für mich hat sich der Umbau gelohnt. Damals, das war ein Gag hoch 10.
Haben wir, ich meine, ich habe davon erzählt oder gezeigt. Ich weiß gar nicht. Wir haben schon viel darüber erzählt. Ja, wer macht doch so einen Scheiß mit seinem Mobil? Wer macht sowas? Überleg mal, wer macht sich den Prüfstand, den ganzen Raum verändern, dass wir das hier reinkriegen? Das Tor direkt so gebaut, dass das Ding hier reinpasst. Um das jetzt zu machen, da muss schon eine Schraube locker sein. Auf jeden Fall. Ist das positiv, Schraube locker oder negativ? Sehr positiv. Weil wenn Radschrauben locker sind, ist negativ. Mhm. Ja, ich freue mich, dass wir das endlich nachholen konnten. Ich freue mich darüber. Ich würde sagen, jetzt setzen wir uns rein, kochen Tee und fahren in Urlaub, ne? Mhm. Ja, ich wünsche euch was. Ein schönes Wochenende. Nutzt euer Wohnmobil, um auf Prüfstand zu fahren oder im Urlaub zu fahren. Ciao.